Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, und ich bin zurück von der 10. Retro-Börse in Bochum. Genau. Wer jetzt bitte einen Herbert Grönemeyer, warum? Ich komme aus dir, Currywurst, Referenz machen möchte, kann das gerne tun. Und ihr seid ja immer gespannt, was habe ich denn gefunden? Den Bericht und das ganze Bildmaterial kommt alles noch, das mache ich auch noch fertig. Bericht mache ich auch noch fertig, das kommt alles heute im Laufe des Tages. Fangen wir erstmal mit dem an, was am einfachsten ist zu schneiden, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und dann fangen wir einfach mal mit dem an. Was haben wir denn gefunden? Fangen wir mal mit dem NES an. Und der NES waren eigentlich nur zwei Sachen. Einmal Mule, das kennen sicherlich die meisten vom C64, eigentlich ein, was soll ich sagen, eine Wirtschaftssimulation. Eine Echtzeit-Wirtschaftssimulation muss man eigentlich kennen. Und das andere, was ich gefunden habe, ist Ultima, Quest for the Avatar. Ja, mein Lieblingssatz aus Ultima 9, glaube ich. What is an Avatar? Ja, hier ist Ultima. Beide fürs NES. Ich kenne die Version nicht, da bin ich mal gespannt, wie die sind. Das gucke ich mir dann noch an. Super Nintendo. Zwei Sachen. Einmal die Schlümpfe. Ein solider Plattformer muss man eigentlich kennen. Ist für Fans sicherlich interessant, ist auch grafisch ganz lecker. Ich hatte den noch nicht, jetzt habe ich ihn. Meine Lieblingsgeschichte der Messe, die werde ich wahrscheinlich auch im Bericht machen. Super Mario All-Stars und Super Mario World sollten 5er kosten. Und ich habe jemanden getroffen, für den das zu teuer war. Das ist kein Witz. So, deswegen habe ich das dann Gott sei Dank gefunden, weil sonst wäre ich nämlich nur Zweiter gewesen. So habe ich es allerdings, weil dieses Doppel-Kombi-Modul hatte ich noch nicht. Ja, hier haben wir Super Mario All-Stars drauf, 1, 2, 3 und Lost Levels und Super Mario World. Also das Ding muss eigentlich ein Mario-Fan haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Kommen wir zur PlayStation 1-Phase. Da haben wir auch nur zwei Sachen, aber zwei gleich. Was für welche? Einmal Parasite Eve 1, das wir ja bekanntermaßen auch nie in Europa hatten. Der beste Teil der Parasite Eve-Trilogie muss man eigentlich kennen. Absolut stark, Jahrhundert-Soundtrack, tolles RPG, da war Squaresoft noch richtig gut. Ich zeige das mal eben. Übrigens, falls das einer sehen will, das ist der Originalstempel. Ich habe den absichtlich noch nie abgemacht. Squaresoft, Parasite Eve 1, unglaublich starkes Ding, super Soundtrack, super Kampfsystem. Das Ding muss man eigentlich kennen. Das ist eigentlich der Urvater der Trilogie und mit Abstand eins der stärksten Spiele, was auch Square gemacht hat. Ein anderes JRPG der ganz anderen Gattung muss man kennen. Lunar Silver Star Story Complete. Sicherlich kennen eine Menge Leute das vom Sega Saturn. Da ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen bekannter. Ist eine tolle Serie, auch eine tolle Version in der PlayStation-Fassung. Kann ich nur empfehlen, wer so ein bisschen auf JRPG, Anime, Manga, Gedönsstil steht. Klassisch, natürlich Fantasy typisch, aber leider eben nicht so bekannt wie Final Fantasy, Dragon Quest, Breath of Fire und was dann noch so alles ist. Natürlich, ihr seht das, die NTSC-Version, auch das hatten wir nie in Europa. Warum denn auch, ne? Liebe Freunde von Sony, ne? Der Europäer versteht ja sowas nicht. Deswegen, ganz tolle Version, musste ich auch haben. Der hatte auch noch Xenogears im Angebot, aber Xenogears war dann schon für einen Preis. Oh, da habe ich dann erstmal gesagt, nein, vielleicht hole ich mir das aber nochmal, weil Xenogears fehlt mir in der Sammlung auch noch. Kommen wir zum ColecoVision. Da gab es eigentlich nur ein einziges Game, Mr. Do. Ein, ja, was soll ich sagen, ist das, kann man das auch als Plattformer bezeichnen? Die Leute, die das Game kennen, meistens von den Arcades, ist ein toller Titel und ja, für den ColecoVision gab es nicht so viel, deswegen finde ich schön, dass ich sowas mal gefunden habe. Das war eigentlich purer Zufall, dass ich das irgendwo gesehen habe, aber den hatte ich eben noch nicht und da freut man sich. Kommen wir zum Atari. Ja, da gab es einmal Reactor. Das habe ich als Kind öfter gespielt. Das ist nicht unbedingt ein toller Titel, aber es ist ein bisschen interessant. Ihr müsst da so ein paar Leute in so einen Kreis packen. Das ist eben der Reaktor und dann einem aufpassen, dass der nicht hochgeht. Ist interessant, ist aber eher für Fans interessant. Aber ich hatte das damals gezockt und deswegen... Jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich es auch. Demon Attack habe ich fast jetzt schon für mehrere Systeme. Die Atari-Version ist unglaublich stark, sage ich mal. Das ist ein typischer Space-Shooter, lebt aber davon, dass die Wesen sich teilen und dass ihr auch ein bisschen Abwechslung habt. Das habt ihr bei anderen Sachen ja eigentlich nicht. Ein absoluter Pflichttitel ist Chopper Command. Ja, ist so ähnlich wie Defender, nur mit einem Hubschrauber. Absoluter Pflichttitel, Activision Top-Qualität, ganz starkes Ding, musste ich haben,
Habe ich damals auch gezockt wie doof. Und jetzt habe ich ihn wieder. Dann gibt es noch drei Titel. Die bekanntermaßen die Grütze des Tages. Da freut sich der Retro Björn, glaube ich. Pekong. Ja, ich habe ihn jetzt auch. Und ja. Ich sag's mal, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Dieses Spiel ist genauso gut wie sein Ruf, nämlich absolute Grütze. So, Super Ferrari, da freut sich der Alex, das weiß ich. Ist auch ein Klon, Ähnlichkeiten zu Grand Prix sind purer Zufall, aber der Klon ist jedenfalls einigermaßen spielbar, der ist okay, also der kommt sehr ans Original ran. Weiteres Highlight, das findet man ja auch nicht ewig, Ghostbusters für den Atari 2600. Nicht unbedingt eine solide Version. Die meisten kennen sicherlich die C64-Version oder andere Versionen. Die NES-Version ist ja bekannt für ihre 500.000 Schlechter-Trailer. Die Version ist auch ein bisschen, naja, nicht ganz so optimal. Aber ich wollte es für den Atari mal haben. Und jetzt habe ich es. So, kommen wir zum Finale, sage ich mal. Zum N64. Einmal eine Boxed-Version, Hydro Thunder. Seht ihr auch gleich noch das Modul. Kommen wir mal eben. Ich nehme ihn einfach ganz mal souverän hier hin, dann kann ich euch auch das Modul zeigen. Hier ist Hydro Thunder, ihr seht schon, Speedboats, Wave Racer. Kann man machen, ist okay, ist jetzt nicht unbedingt ein Knaller-Game, aber wie schon gesagt, der ist relativ teuer, wenn man ihn sich holt. Und den hatte ich jetzt hier, ich sag mal, ich glaube für einen Fünfer oder so. Und das ist okay, da hat er mir noch gefehlt, habe ich ihn mitgenommen. Den gab es für 2,50 Euro, da überlegt man auch nicht lange. Monaco Grand Prix Racing Simulator 2, ist auch kein toller Racer, aber wie gesagt, ist glaube ich das auch eins der wenigen Games, das glaube ich nur PAL-exklusiv ist. Und wenn man den Quatsch sammelt, dann muss man diese Sachen auch haben und deswegen habe ich ihn hier. Earthworm Jim 3D, ja, es gibt sicherlich bessere Versionen von Earthworm Jim. Ja, jetzt habe ich ihn auch für den N64. Es ist nicht ein unglaublich spektakuläres Jump'n'Run. Es ist nicht ein toller Plattformer, aber ist okay. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie ihn Leute gemacht haben, aber es ist jetzt auch sicherlich kein Überflieger. New Tetris, ja. Natürlich braucht auch diese Version ein Tetris-Spiel. Das ist es und ja gut, es ist Tetris, ne? Kann man machen. Macht man nicht viel falsch und ist auch vollkommen okay. Nuclear Strike ist ein schöner Shooter, sag ich mal, so ein typischer Over-the-Top-Shooter. Kann man machen, hat man auch Spaß, ist vollkommen okay und ich denke, den kennt ihr auch noch von anderen Versionen und hier beim N64 ist er auch okay und spielbar, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Überflieger. Gleiche gilt für Bugs Life, ist auch ein Jump'n'Run, was auch nicht so unbedingt gute Reviews gekriegt hat. Es ist okay, es ist solide, aber ist jetzt auch, ja, ne, das große Krabbeln ist jetzt auch nicht so spannend. Was man aber haben muss, wenn ihr eine Chance habt, die beiden Rampage 1 und Rampage 2 waren schon auf allen anderen Plattformen eine Legende, wo ihr mit den ganzen Figuren die ganzen Städte platt machen könnt, aber das Ding ist super auf dem N64. Die beide Games sind absolut purer Fun, was man auch vielleicht nie unbedingt denkt, aber dabei macht ihr gar nichts falsch. Und als ich die heute gesehen habe, dachte ich mir, dann nimmst du auch mal beide mit. Weil das ist schon richtig, richtig starke Unterhaltung. Und da macht man auch nicht viel falsch. Ja, das war das, was ich hatte. Zum Bericht und sowas komme ich alles noch. Das gibt's alles noch, wie schon gesagt. Nächstes Mal geht es dann wieder weiter in Oberhausen 2013. Ich werde dabei sein. Vielleicht kann ich dann auch mal ein bisschen mehr mit Meet and Greet und so einem Quatsch machen. Da seid mal darauf gespannt und ich denke, da werde ich dann auch wieder sein und dann gibt es dann auch wieder Videos dazu. Den Rest kriegt ihr gleich noch, der kommt heute noch im Laufe des Tages und dann freut euch drauf. Ich bin euer Mr. Venom 1974, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und glaubt mir, ich habe noch ein bisschen was ich euch zeigen will. Seid mal gespannt. Tschüss. Jetzt habe ich doch tatsächlich noch was vergessen. Ich habe doch sogar Hardware bekommen, wenn ja auch nicht spannend. Ne? Das sind die Keyboard-Controller für den Atari 2600. Boxed, das sind die beiden. Ja, das wollte ich euch noch eben kurz zeigen, bevor ich sie in der deutschen Fassung vergesse und schön in der englischen nur zeige. Das muss ja nicht sein. So, jetzt seid ihr mich aber los. Bis dann. Tschüss.